Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu The Evil Within The Assignment, wo wir hier gerade noch dabei sind, uns fröhlich ein bisschen die Muschi zu kraulen und uns jetzt wieder dem Ernst des Lebens zuwenden. Der Ernst des Lebens ist in diesem Fall, dass ich die letzten 20 Minuten damit zugebracht habe, diesen Teil hier schon mal zu spielen und von daher ziemlich genau weiß, was uns die nächsten 30 Sekunden erwartet, weil ich nämlich zu blöd war, um zu sehen, wie es weitergeht. Inzwischen habe ich in den sauren Apfel gebissen, ich habe nachgeguckt, was ich machen muss, ich weiß, wie es weitergeht und ich bin wirklich dämlich gewesen. Ich muss einfach dämlich gewesen sein, weil ich kann euch ja erstmal zeigen, ich kann euch ja kurz erklären, was hier abgelaufen ist, bevor wir dann tatsächlich weitermachen, ja, damit ihr vielleicht meinen Frust versteht. Es ist nicht Obscuritas Level Frust, denn immerhin kann ich immer noch sehen, was ich hier mache und was ich zu tun habe und stolper nicht einfach durchs Dunkel und kann die Hand vor Augen nicht erkennen. Sebastian! Kidman! Joseph, warte! Dann hatte ich ja gehofft, naja, gut. Hast du halt mal eine Frustfolge, weil ich fand, den ein oder anderen Spruch, den ich im Rahmen meines Frustes abgelassen habe, den fand ich gar nicht so schlecht. Das hätte ich gerne drin gelassen. Und dann sehe ich auch noch, dass die Aufnahme total im Arsch ist. Kein Sound und nichts. Er hat den Frust nochmal gesteigert. Also ich bin gerade super drauf. Ideale Voraussetzungen für die Aufnahme eines Let's Plays. Also als allererstes hatte ich mich hier umgesehen. Mir war da eine Tür ins Auge gefallen. Dann ist da ein Tunnel. Da ist eine Barriere. Da ein Symbol, das wir mit der Taschenlampe aktivieren können. Da hinten blinkt es. Da hinten blinkt es irgendwo, meine ich. Auf jeden Fall, da blinkt es. Ja, diese Geräusche, die kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Es gibt nämlich in diesem Areal keine Gegner, kann ich euch mit Sicherheit bestätigen. So, genau, da blinkt es, da blinkt es und da blinkt es. Dann bin ich hier rüber gerannt erstmal. So, zack, geguckt, oh, Tür, okay. Gegner-Symbol, habt ihr ja gerade gesehen, ja? Gegner sind in der Nähe, du musst aufpassen, so nach dem Motto. So, dann habe ich gesehen, hier, damit können wir interagieren. Ich brauche volle Energie, um das Tor zu öffnen. Hier habe ich eine sehr clevere Star Trek-Referenz gemacht, aber das jetzt zu wiederholen, das wäre ja doof. Das wäre witzlos, das wäre unoriginell, also lasse ich das mal bleiben. Dann habe ich hier die Verteilerkastensicherung rausgeholt. War dann aber zu blöd, um in der Lage zu sein, oder zu verbinden, dass ich die hier einsetzen muss. Und dann ging's los. Hm, was mache ich denn jetzt? Was muss ich denn machen? Ich versuche hier durch die Tür zu kommen, ja. Erstmal durchtreten, so, lass mich rein hier. Dann habe ich mich hier gegengekauert. Dann habe ich gerufen nach irgendwelchen imaginären Gegnern, die nur in meinem Kopf existieren, die mir vielleicht die Tür öffnen können. Dann bin ich hier runtergeklettert. Habe ich gedacht, na gut, siehst du dich mal da unten um. Dann sind mir die ganzen Leichen aufgefallen, die hier liegen. Ich versuche die Tür so aufzutreten. Ich versuche hier hochzuklettern. Das geht natürlich nicht. Bin dann hier weitergerannt. Dann hier geguckt. Hm, ja, interessant. Huh. Das sieht nicht sonderlich hoch aus, dieses Rohr. Vielleicht kann ich ja da hochklettern. Nein, kann ich nicht. Okay, aber hier ist ja noch was. Zack, zack. Guck mal, man kommt bis hier. Sie muss ja nur die Arme etwas heben. Dann kann ich da bestimmt rüberklettern. Nein, das ging nämlich auch nicht. Dann habe ich alle möglichen Arten versucht, um dieses Symbol irgendwie mit meiner Taschenlampe zu aktivieren. Von hier unten, von da oben. Bin ein paar Mal runtergefallen, habe mich geärgert, bin wieder raufgeklettert. Nichts ging. Dann habe ich geguckt, ob hier irgendwo eine Leiter rumliegt. So im Wasser versteckt, dass ich die man aufstellen kann, um da hochzuklettern oder da hinten hochzuklettern. Irgendwann habe ich mich gefreut, dass ich hier eine Leiter gefunden habe. Bin hochgeklettert, habe gedacht, jetzt geht's weiter. Und habe dann gesehen, dass ich genau hier wieder lande. Dann habe ich geguckt, ob ich hier rüber klettern kann, weil da ist ja auch eine Tür hinter. Das geht natürlich auch nicht. Da habe ich mich hier hingehockt, habe gerufen, aber kein Arsch ist gekommen. Niemand interessiert sich für mich. Das ist quasi so wie mit meinen Videos. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ja, irgendwann habe ich dann gedacht, okay Leute, jetzt gucken wir zusammen nach, was wir hier machen müssen, wie es weitergeht.
Da ist mir dann die Aufnahme abgekackt und alles war im Arsch und ich war richtig gut gelaunt. Aber jetzt geht's weiter, weil wir müssen wohl anscheinend die Sicherung dann hier einsetzen. So. Damit sich diese Tür da öffnet, dann geht's nämlich auch weiter. Und so klappt's auch mit dem Nachbarn. Und ich habe gehört, Waschmaschinen leben länger mit Kalgon. Okay, eine Leiter nach unten. Ab jetzt wieder blind. Ja, hätten wir in einer Minute hätten wir schon hier sein können, aber ich wollte euch halt zeigen, was ihr verpasst habt. Also quasi gar nichts. Alter, bist du unheimlich! Nicht so unheimlich wie diese dämliche Puppe aus Obscuritas, aber unheimlich genug. Ja, Obscuritas, auch so eine Geschichte. Muss ich auch noch aufnehmen. Nur habe ich mich jetzt so lange hier mit dieser Aufnahme rumgeärgert und mit meinem Programm und überhaupt... eigentlich habe ich da gar keine Zeit mehr zu. Muss ich nachher machen. Obwohl, ich habe gar nicht so wirklich Lust, Obscuritas weiterzuspielen. Im Moment, ich bin da auch so ein bisschen gefrustet. Also, es ist, ist ja ein nettes Spiel, aber der Frustfaktor ist teilweise schon sehr hoch. Obwohl ich gehört habe, dass was so... Ach, hier sind wir! Ich weiß, wo wir sind. Obwohl ich gehört habe, dass da ein Patch rauskommen soll oder rausgekommen ist, der das Ganze wohl ein bisschen entfrusten soll. Diese Puppen. Was machen die ganzen Puppen hier? Ich will ja keine Puppen haben. Puppen sind unheimlich. Hier ist ein Rädchen, das wir drehen könnten. Bisschen Blut an der Wand. Gefällt mir, was ihr hier gemacht habt mit der Deko. Kidman, machst du mal bitte. Kidman, es ist... Alter, Kidman. Muck nicht auf jetzt hier. Okay, damit geht das auf. Eine Tür quasi. Will ich jetzt wirklich durch diese Tür durchgehen? Das war ein Kontrollpunkt. Ich gehe wieder runter. Vielleicht falle ich auch. Habe ich mir noch nicht überlegt. Ich entscheide sowas immer spontan. Ich will jetzt erstmal gucken hier, das Symbol. Aha. Gehen wir mal gucken. Da ist eine Leiter hinter. Oh, ich habe eine Idee, wo uns das hinführen könnte. Okay, ich hatte doch keine Idee, wo uns das hinführen könnte. Aber ist doch schön, wenn hier ein so steht. Ah, das ist ja... Ist das wieder so ein Tastenfeld, ja? Oh, Kidman! Ja, ist wieder so ein Lichterrätsel. Sowas haben wir schon mal gemacht. So. Drei, dann die beiden hinteren. Hat uns quasi der Riddler hinterlassen, dieses Stück vom Brieffragment. Was? Ja, gut. Stück vom Brief. Es sieht wirklich aus wie so ein Fragezeichen, ne? Edward Nigma lebt! Dun, dun, dun! Vielleicht ist es auch von Jigsaw. Der spielt ja auch gerne mit Puppen. Die Memme. Ja, was wollte ich gerade sagen? Das wollte ich nicht machen. Ich wollte... So, duck dich! Mädel, reg mich nicht auf. Ja, blöd, dass wir das Brieffragment bei den Kriechern da verpasst haben. Halt. Nee, doch, ist richtig. Diese Puppen. Es gibt ein neues Dreadout! Ein neuer Dreadout-Titel ist rausgekommen. Ich bin echt versucht, den in Angriff zu nehmen. Vielleicht nach The Evil Within. Es sei denn, bestimmte Leute haben vielleicht andere Vorschläge. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man auf diese Leute hören sollte, weil diese Projekte kommen anscheinend immer sehr gut an, die da vorgeschlagen werden.
Von daher, ich weiß, dass du genau weißt, dass ich dich meine. Wenn du einen Vorschlag hast, haus raus, sonst mache ich Dread out. Ja, das war eine Drohung. Zwei Kisten, drei Kisten. Ein Knopf und ein paar Gegner. Kann ich mit den Kisten irgendwas anfangen? Kann ich die kaputt machen? Oh. Ich kann Kisten zerschmettern. Die Frage ist, ist das eine gute Idee, diese Kisten zu zerschmettern? Nyakinas! Schmeckt's? Ich gehe da mal weiter. Was hängst denn du hier so ab, hä? Was ist das? Ich werde gerade etwas unruhig. Ich wüsste jetzt gerne, was das ist. Und vor allem wüsste ich gerne, ob mich das in Ruhe lässt oder ob ich mir da Sorgen machen muss. Da ist noch so ein Ding. Und noch einer. Okay, das gefällt mir gar nicht. Kann ich hier Schalter umlegen? Nö. Das gefällt mir gar nicht. Das sind viel zu viele. Da kann man durchkriechen. Die Frage ist, warum sollte ich das wollen? Ist das die Jesus-Referenz? Ja, ans Kreuz genagelt und so? Hallo? Hallihallo? Ich möchte spielen. Ist jemand hier? Mami, bist du's? Eine Tür. Okay, bevor ich der Tür irgendwelche Beachtung schenke, guck ich mal, dass wir hier mal durchkriechen. Welchen Sinn hat das? Wo kommen wir hier hin? Okay. Oh, warte mal, hier können wir auch durchkriechen. Hier werden wir doch noch gejagt, oder? Und müssen irgendwelchen Monstern ausweichen, indem wir dann hier durchkriechen. Kannst du mir nicht erzählen, dass das anders kommt? Es sei denn natürlich, wir mussten hier durchkriechen, weil die Tür zu ist. Nee, das kann es nicht sein, weil wir sind immer noch auf dieser Seite der Tür. Moin. Ach, jetzt sind wir hier oben. Jetzt sind wir hier oben. Das heißt, wir haben die nächste Sicherung. Jetzt hier durch. Ich will es gar nicht erst riskieren. So, als hätte ich Geräusche vernommen. Hallo. Kanada. Langweilig. Die Viecher sind auch noch in ihren Glasbehältern. Wieso kann ich da durchkriechen? Einfach nur, um da durchzukriechen? Lag der da vorher schon? Das war so klar! Licht aus. Ich will es sehen! Ich will es sehen! Zeig dich, du Bastard! Bitte? Ach du Schande. Kennen wir die Viecher? Haben wir die im Hauptspiel auch bekämpft?
kommt mir irgendwie so bekannt vor, das Design, aber das könnte auch aus Resident Evil sein. Der Usternack zum Beispiel, der sieht ja so ähnlich aus. Aus Resident Evil 6. Dieser Nemesis-Verschnitt da. Alter. Der rennt jetzt aber nicht immer nur da hinten auf und ab, oder? Der kommt schon nochmal wieder hierher, dass ich da auch vorbei kann. So lieb ist der, ne? Das macht er doch für uns. Oder muss ich ihn jetzt locken, indem ich ans andere Ende des Ganges gehe und ihn rufe? Ja. Das scheint es zu sein. Schnell, durch. Geh da durch. Alter, ich hab grad Panik. Jetzt kommt er auch noch hinterher. Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, wir sind tot, oder? Jo. Wie soll ich denn das machen? Wie stellt ihr euch das denn vor, ey? Ach du Scheiße. Ich gehe hier trotzdem den Kriechweg. Ach du Scheiße, wie soll denn das gehen? Na, da werden wir ja noch Spaß mit haben, oder? Ich habe ja nicht mal wirklich die Gelegenheit, mich da großartig umzusehen. So, komm raus. Wieso krieche ich eigentlich? So, komm. Put. So, dann geht das erstmal nach da hinten. Die Gelegenheit nutzen wir, um hier zu verduften. So, jetzt ist die Frage, was müssen wir hier machen? Mache ich das richtig? Der auch wieder raus. Er geht wieder raus. Die Frage ist, kommt er zurück? Wie patrouilliert er denn jetzt? Er patrouilliert nach da weg. Dann würde ich sagen, wir machen einfach mal... Also wir sehen mal zu, dass wir das Ding hier hochkriegen. Kann ich das eigentlich jederzeit abbrechen? Kann ich wieder zumachen? Ich möchte hier wieder zumachen, bitte. Ich will einfach nur hier weg. Ich will gar nicht mit dem spielen. Mami, ich mag den nicht. Der ist doof.
Hi, der Witzgeil. Mein armes Herz, was macht ihr hier mit mir?